Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 21. Februar 2020 mit einem kurzen und spontanen Video: Was denkt und fühlt dein Seelenpartner und wie geht es weiter? Ich bitte dich, dass du erstmal deine Augen schließt und natürlich erstmal in der Energie der Kristallschale eintauchst. Und während ich die Karten mischen werde, dass du mir deine Gedanken zusendest. Ich hoffe, du konntest gut entspannen und bist du bereit für die Legung. Sende mir bitte deine Gedanken zu. Konzentriere dich an dein Gegenüber. Was sind so seine Gedanken bezüglich dich oder in deine Richtung? Also schon einige Gedanken, und bevor ich natürlich mit dem Deutung der Karten beginnen werde, werde ich dir auch noch ein paar Infos geben. Bitte konzentriere dich auf dein Gegenüber. Was fühlte denn in deine Richtung? Was fühlte im Herzen? Was bewegt ihm im Herzen in deine Richtung? Und sende mir auch deine Gedanken bitte zu. Und was ist dein nächster Schritt im Außen? Sehr gut. So, bevor ich mit dem Deutung beginne, so schon mal einfach möchte ich gerne euch was mitteilen. Also viele unter euch waren ja am Mittwoch bei dem Livestream dabei. Es gab da ein paar unschöne Dinge. Es gab ein paar Seelen, die den Weg zu mir gefunden haben oder zu meinem Kanal gefunden haben oder zu unserer Community. Und wie ich das auch immer sage, alles hat im Leben einen Sinn und alles soll auch etwas ja, auslösen, bewirken, wie positiv, wie negativ. Positiv und negativ ist ja halt auch bewertend. Also deswegen, es gibt nicht richtig, es gibt auch nicht falsch. Es war so an dem Mittwoch. Und wie du das auch vielleicht gemerkt hast, also ich habe mich da nicht stören lassen. Ich habe diesen Abend ganz normal gemacht, wie bisher. Und also, falls ihr euch gestört gefühlt habt, dann tut es mir leid, aber ich wollte keine Aufmerksamkeit diesen Menschen schenken. Und damit auch euch signalisieren, lasst euch nicht stören, lasst euch nicht von eurem Ziel, von eurem Vorhaben, von eurem Weg abbringen, lasst eure Energie einfach nicht rauben. Es ist alles gelöscht. Es ist, finde ich, war nicht angemessen. Ich fand es nicht schön. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ohne dass ich das bewerte. Aber nichts geschieht ohne Grund. Ja, und wo viel Licht, da auch viel Schatten. Und auch diese Schatten wollten sich vielleicht auch gezeigt haben. Umso mehr Licht man ausstrahlt, umso mehr Schatten kann sich auch dann zeigen, ja, dass wir das dann auch bewusst anschauen, nicht ablehnen, nicht bewerten, sondern auch mit integrieren, und alles ist gut, die Sachen sind gelöscht, ja, also der Livestream wird nach wie vor auch bleiben, wie bis jetzt, und ich lasse mich da auch nicht abbringen, und ich freue mich, wenn du das nächste Mal an dem Mittwoch auch wieder dabei bist. Und die Kommentare habe ich ja halt in meinen Videos ausgeschaltet. Es wird auch weiterhin so bleiben.
Das hat damit nichts zu tun, das habe ich bereits schon erklärt. Das hat auch einfach damit was zu tun, dass ich da keine Lust habe, alle nachzulesen. Das raubt mir einfach zu viel Zeit. Wenn es euch gefällt und wenn ihr an meinem Kanal weiterhin meine Videos schaut, das freut mich sehr. Und ich danke euch auch dafür. Und wenn es euch nicht gefällt, dann vielleicht passt das in diese Situation dann halt nicht mehr. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und wir verändern uns ja auch über den Zeitraum, unsere Entwicklung auch mit unserer Schwingung und überhaupt mit unserer Wahrnehmung. Und viele finden das wertvoll, diese Begleitung, und manche brauchen das nicht mehr. Und alles ist in Ordnung. Und ich bin mir sicher, dass die Menschen, die meine Begleitung benötigen oder brauchen, auch immer wieder zu mir finden werden. Und meine Meinung immer nach wie vor, also Qualität statt Quantität. Und also ich freue mich für jeden Einzelnen, der wirklich auch mit mir in Resonanz geht oder mit meinen Legungen in Resonanz geht, und bin auch unendlich dankbar, dass es mittlerweile so viele sind, dass es so eine große Community daraus auch geworden ist. Und ja, und schön, dass ich dich begrüße und dass ich gestern kein Video gemacht habe, hatte nichts mit dem Zwischenfall zu tun an dem Mittwoch, sondern einfach, wir haben hier in Kölner Raum Weibefastnach und also auch woanders natürlich, hier wird es sehr zelebriert und viele gehen dann feiern und ja, einfach genießen auch diesen Tag, und auch viele trinken auch mal hier und da gerne Alkohol. Und es hat sich für mich nicht so gut angefühlt, gestern noch mal ein Video zu machen, da jetzt wirklich auch viele unterwegs waren und auch gar nicht jetzt vielleicht mit den Energien sich auseinandersetzen wollten, sondern einfach mal locker diesen Altweiber feiern wollten, und alles ist gut. Und dafür bin ich heute hier. Es werden auch noch einige Videos folgen heute auch. Unter anderem schon ein Vorschau für den kommenden Neumond am Sonntag am Karnevalssonntag am 23. Februar haben wir Neumond im Fischen. Aber jetzt lang genug geredet, also es fängt jetzt hier die Legung an, was denkt, was fühlt dein Seelenpartner und wie geht es weiter? Also wie du siehst, also er denkt schon an romantische Einladung, er legt sich hier regelrecht in dem Bild, dass er mehr in seine Kräfte, in seine Stärke kommt als Seelenpartner. Die Karten, wenn die auf dem Kopf stehen, das kommt schon einmal vor. Ich sortiere die nicht einzeln vor, ich mische die Karten. Es gab auch schon zum Beispiel auch Anmerkungen, dass meine Karten auf dem Kopf liegen, dann liegen sie eben auf dem Kopf, und das ist dann so, dann soll das auch so sein. Also die Karte sagt mir hier, dein Seelenpartner kommt immer mehr in seine Kraft, immer mehr in seine Stärke. Wenn die Karte hier auf dem Kopf steht, dann bedeutet vielleicht noch nicht so ganz 100%, aber schon einen wesentlich höheren Anteil, ist er schon in seine Kraft gekommen, in seine Stärke, und deswegen denkt er auch an dich, an Einladungen, an Dates, an Treffen, vielleicht an Romantik. Solche Gefühle hat er in deine Richtung oder Gedanken. Und natürlich der Mond. Der Mond zeigt aber auch immer wieder noch bewusste Ängste. Und jetzt geht wieder mein App aus. Aber ich lasse mich selbst davon nicht abhalten und auch nicht abbringen. Und ich werde jetzt auch kein neues Video aufnehmen, weil das sind die Karten, die zu euch kommen wollten. Also alles ist in bester Ordnung. Also er denkt regelrecht hier, an Ängste. Also es kommen ihm unbewusste Ängste nochmal hoch, und natürlich verläuft das auch, diese Seelenpartnerverbindung, auch in bestimmte Zyklen,
Und in der ersten Phase bist du dann vielleicht auch zu sehr verunsichert, in zweiter Phase vielleicht total verliebt und in dritter Phase, also wie ich da auch über die Phasen bereits berichtet habe und auch bei deinem Gegenüber ist vielleicht jetzt eine Phase erreicht, dass er zwar in seine Akzeptanz gegangen ist, dass es halt eine Seelenpartnerschaft ist, denkt er an dich, aber unbewusste Ängste, sei es jetzt aus dem Grund, wie er sich verhalten hat in der Vergangenheit, dass du ihn eventuell oder sie zurückweisen könntest oder dass du vielleicht dich anderweitig umgeschaut hast. Also da sind Ängste, die da sind, vielleicht auch berechtigt oder auch nicht berechtigt. Er denkt zwar an der Einladung, also er ist schon in deine Richtung offen, allerdings sind einfach Bedenken da und das ist jetzt auch dieser Zyklus in diese Seelenpartnerverbindung, dass er auch diese Phase auch durchläuft und auch nochmal bewusst hinschaut. Es zeigen sich hier noch zwei Karten. Die erste Karte hier als Klärungskarte, die gefallen ist, also die Lupe, da steht also alles nochmal genau zu prüfen, nochmal hinschauen. Vielleicht beobachtet er dich auch, vielleicht schaut er auch genau hin und ist vielleicht auch unsicher, wie und was jetzt in deine Richtung, wie das dann halt auch aussieht. Also auf der Kopfebene denkt sehr viel nach über die Verankerung. Der Anker steht nach dem Ankommen. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, ich bin zu Hause angekommen, ich habe meinen Platz gefunden. Ja, es ist wichtig, den Platz in seinem Leben zu finden, ja, wenn man seinen Platz nicht findet, dann hat man immer das Gefühl, man sucht irgendwie danach und den eigenen Platz zu finden ist, hat auch was mit dem Seelenplan auch zu tun, ja, was steht auch in deinem Seelenplan, wenn du das Gefühl hast, du bist angekommen, dann hast du auch deinen Platz gefunden und darüber machte sich dein Gegenüber sehr große Gedanken und wie du siehst, also hier die unterste Karte ist auch die Wolken stehen auch generell für den Gedanken, also es werden sehr viele Gedanken auch heute gemacht in deine Richtung. Also wie gesagt, an dem Mittwoch hatten wir auch einen Portaltag, da hat sich auch viel gelöst und wie gesagt, jetzt Richtung Neumond, dem Fischen, wird ja auch einiges hochkommen. Seine Herzebene, wie du siehst, ist das große Glück hier, das große Glück mit dem Brief und das steht auch wieder Kopf. Also er ist schon glücklich, wenn er an dich denkt und der fühlt dieses Glück und auch hat er auch diesen Herzenswunsch, wirklich dir zu schreiben. Allerdings verzögert sich das Ganze so ein bisschen, wie du siehst, da steht hier Kopf und auch der Brunnen steht hier Kopf, also das bedeutet, also nicht, dass ich die Karten jetzt hier zu dolle gemischt habe, sondern weil die halt einfach auch eine Bedeutung so sagen möchten. Also, wie du siehst, also das entwickelt sich jetzt so, dass er, auch wenn er dieses Glücksgefühl und diesen Herzenswunsch hat, auf dich zuzukommen und in der Tiefe zu gehen, braucht es noch etwas. Also das Gefühl ist schon da, aber es braucht noch so ein bisschen, dass es noch stärker wird, dass er das auch wirklich umsetzen kann. Und wie geht es außerhalb weiter? So wie du siehst, ist hier regelrecht die Treue, die Loyalität, das wird bleiben. Und es soll, also es wird etwas transformiert, also von Herz zu Herz wird etwas transformiert, natürlich wird immer etwas transformiert und besonders mit der Energie des Neumondes sowieso. Da kommen auch Neuanfänge, neue Zyklen beginnen auch und ja, also es hat was mit dem Herzthematik oder vielleicht auch aufeinander zuzugehen, zu tun, dass etwas in Transformation gehen sollte, weil die Brücke steht ja immer aufeinander zuzugehen. So, wir fragen die Karten auf Wolke 7, ja, und ziehe hier auch wirklich eine Karte.
Welcher Engel begleitet deinen Herzensmenschen? Ja, der Engel der Geduld. Alles geschieht dann, wenn die Zeit gekommen ist. Dein Engel der Geduld unterstützt dich und schenkt dir Geduld und Zuversicht in der Zeit des Wartens. Also wie du siehst. Also vielleicht habt ihr euch auch wirklich schon begegnet und ihr seid, habt jetzt keinen Kontakt. Und jeder macht so seine Aufgaben, jeder ist auf den Entwicklungsweg. Und also da bedarf es auch wirklich Verständnis und Geduld natürlich, bis es soweit ist, dass eure gemeinsame Zeit, also der festen Partnerschaft oder eure Berufung oder Lebensplans beinhaltet. Also das zu leben und das zu machen. Also wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich nach wie vor über einen Daumen hoch. Und umso mehr freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst und auch live dabei bist, wenn ich nächste Mal ein Video hier hochlade von Reika Spirit. Und heute werden auf jeden Fall noch ein paar Videos folgen und ich freue mich auch dabei, wenn du dabei bist, wenn ich eine Mokka-Kaffeesatzlesung wieder hochlade. Also, ich freue mich und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.